Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Server GamesNC.de. Mein Name ist Furchtred und ich begrüße euch auf meiner kleinen Burg. Seit der letzten Folge hat sich ein bisschen was geändert. Hier ist so ein Trakt entstanden und hier vorne habe ich auch ein bisschen schon rumgefummelt und so ein bisschen was hochgebaut, ein bisschen rumexperimentiert. Und ich habe mich jetzt gerade entschieden, noch eine Änderung durchzuführen. Und zwar kloppe ich diesen kompletten Trakt wieder runter. Und hier hinten, das kloppe ich auch runter. Und das Ganze erhöhe ich um so 4-5 Blöcke. Sodass nicht der Bauernhof, sondern die Burg sozusagen über zwei Ebenen läuft. Ich könnte mir das recht funny vorstellen und dadurch kann ich auch den Wasserfall hier hinten realisieren, also besser realisieren, als ich das ursprünglich vorhatte. So, ich habe so ein paar Schilder jetzt aufgestellt und damit möchte ich jetzt sozusagen anfangen. Also hier erstmal gibt es die Teich- oder Wasserfall beidseitig, Gemüsebeet 5 bis 7 Felder anheben. Und hier hinten habe ich jetzt schon ein bisschen Zaun gezogen. Hieraus hängt nach oben. Weil die Viecher ja umziehen sollen. Und hier sind so die ganzen Sachen. Also rechts hinten eventuell ein Turm. Auf neuen Hofen weiteren Turm setzen. Aufstiegsturm machen. Torbogenturm vom Rest eventuell trennen. Also das ist der Turm hier. Zweiter Hof um ein paar Blöcke erhöhen. Das ist der da hinten. Aus Stall Haupthaus machen, das ist das da hinten. Schafe ziehen wieder um Richtung Schmiede, weil die waren da hinten ja schon mal. Und die Ebene oben etwas vergrößern und vorderen Teil auch mal fertig machen. So, kommen wir jetzt zu Punkt 1 meiner ganzen Reise. Wir ziehen erstmal mit den Schafen um. Dazu habe ich hier schon mal ein paar Zäune gesetzt, damit die auch den Weg finden. Und schon laufen sie mir hinterher. Zwei Stück. Würde ja auch theoretisch schon reichen. Kommt, kommt. Ach, hier lang, hier lang. Kommt. Guck mal, schon sind sie hier drin. Und schon ist es passiert. Und die beiden anderen könnte ich dann theoretisch killen. Wollen wir erstmal Population erhöhen. Kommt. Zack, zack. Und. Da ist der Nachfolger. So, und dann kann ich nämlich die beiden hier hinten killen. Dann brauchen die gar nicht mehr umziehen. Und. So. Einmal zack. Einmal zack. So. Und jetzt können wir wieder die ganzen Zäune einreißen. Fangen wir mal hier an, da wir das hier komplett nach oben erhöhen wollen. Und kloppen wir erstmal ein bisschen wieder was weg. Das meiste passiert natürlich wieder im Offline-Bereich. Das war so eine Idee, die ich hatte. Ich habe bis eben mal guck mal. Mann, wo bleibt meine Sprache? Ich habe eben mal für 10, 15 Minuten ein bisschen gefarmt, um einen. Bisschen Geld zusammenzusammeln, da ich eventuell noch ein bisschen Land kaufen will. So, und die Schafe sind jetzt hier hinten. 2, 3, fühlen sich wohl. So, hier vorne habe ich, wie gesagt, erstmal eine Brüstung gemacht, mit dem Zaun nach unten. Hier habe ich noch gar nichts gemacht. Und wie ich das hier so gestalte, weiß ich noch nicht so richtig. Hier kommt auf jeden Fall ein Überweg hin, nach hier. So, das Fachwerk habe ich hier schon mal ein bisschen eingerichtet. Auch hier ist so ein Wandelgang, weil man kommt hier oben wirklich nur über diese Brüstung. Und hier wird so die Burgmauer ein bisschen hochgezogen. So ein bisschen so ein kleines Dach angeschrägt, dass man hier so ganz bequem rüberlaufen kann. Stelle ich mir schon ganz funny vor. So, und jetzt kommt noch eine Änderung. Ich habe den Anbau wieder runtergekloppt, hier hinten. Weil ich fand, das sah irgendwie total blöd aus. Deswegen gibt es den jetzt nicht mehr. So, und dann wollen wir natürlich auch weitermachen hier. Wir kloppen hier das alles wieder ein bisschen runter.
weil wir das ja jetzt nicht mehr brauchen, sozusagen. Dadurch brauchen wir die Brücke natürlich auch nicht mehr, weil wir wollen das ja alles so ein bisschen höhen hier. Und das stelle ich mir wirklich ganz, ganz toll vor. Ich habe da also eine ganz tolle Idee. Ich müsste jetzt ein bisschen gucken, wie ich das mit dem Anbau mache. Mist. Ja. So oder ähnlich, ne? Wie ich das hier oben mache. Die kommen natürlich alle wieder raus, die ganzen Dachsparren. Und zwar werde ich wohl vermutlich mir gleich ein bisschen Land hier hinkaufen, so dass es ein bisschen größer wird, dann in die Ecke so einen etwas größeren runden Turm als den bauen. Der und das hier alles so ein bisschen anheben und dann von außen, weil so eine hohe Mauer, die nur aus den Steinen besteht, sieht ja ein bisschen blöd aus. Werde ich das Ganze dann, wie soll ich sagen, ja, werde ich das Ganze, wie gesagt, noch verkleiden von außen, dass das wirklich wie eine Burg nachher aussieht. Und dann, wie gesagt, der Bach rundherum, der wird vermutlich dann auch kommen. So, und nach diesen kurzen Erklärungen sehen wir uns gleich wieder. Ich werde erstmal ein bisschen rumkloppen da hinten. Also erstmal das hier runterkloppen und das und dann das irgendwie ein bisschen erhöhen, so eine kleine Treppe bauen. Und dann sehen wir uns dann auch bald wieder. Bis gleich. Tschüss.